Abe und Papa haben immer so laut gestritten. Wo gehst du hin? Wirst du es ihr sagen? Oder muss ich es tun? Sei doch nicht so laut. Gut, ich mach's. Alex, Dad ist seinen Job los. Schon wieder. Und wir sind pleite. Schon wieder. So redest du nicht mit mir. Du glaubst alles zu wissen, aber du weißt längst nicht alles. Denkst du, ich hab mich selbst entlassen? Es ist okay. Wir kriegen es hin. Ich könnte... Keine Ahnung, Dad. Aber was sollen wir denn jetzt tun? Wir müssen essen. Wir können ein paar Platten verkaufen. Oder was ist mit meiner Gitarre? Alex, was ist nötig, damit du endlich aufhörst, ihn zu verteidigen? Wenn deine Mutter dich sehen könnte... Lass Mom da raus! Gabe! Ja. Hör auf, sie dauernd als Ausrede zu benutzen, um dich wie ein Stück Scheiße zu verhalten. Fass mich bloß nicht an! Verdammt nochmal! Scheiße. Alex! Mir geht's gut. Es ist okay. War ein Unfall. Alex, ich wollte dich nicht... Papa, es ist okay. Wirklich. Ich bin nicht verletzt. Ich schaff das alles nicht mehr. Papa? Bald kommt jemand vorbei. Diese Frau vom Jugendamt. Schon bald. Papa! Es tut mir leid. Hey, kann ich dich etwas fragen? Welches Waisenhaus ist das? Das in Grand Park? Dachte, es wäre schöner. Ich kann nicht mehr, okay? Ich kann das nicht. Musst du aber. Nein. Du musst ehrlich sein bei dem, was du siehst. War ich. Bin ich. Und jetzt bin ich fertig damit. Nur fast. Nicht ganz. Du bist 12, ich bin 16. Ich klaue ein Auto und lande im Jugendknast. Gabe, bitte. Dann wirst du 13, dann 14, 15. Waisenhäuser, betreutes Wohnen, muffige Zimmer in seltsamen Häusern von Pflegeeltern. Und mit 17 hast du dann alles erlebt. Irgendwann in dieser Zeit beginnst du Dinge zu fühlen. Deine eigenen Emotionen sind dir fremd. Du hast nichts. Niemanden. Du bist allein. Ich will das nicht. Alex,
spiel deine Rolle. Meine Rolle spielen. Ich habe jeden Tag eingeschrieben. Fuck. Warum? Du hast ihn eindeutig vermisst. Und ich dachte, er vermisst mich. Okay, da sind meine Saiten. Wo ist meine Gitarre? Schick. Jeder hatte ein gutes Outfit. Wir trugen es, um die Eltern zu treffen. Hat's geholfen? Ich denke, du kennst die Antwort auf diese Frage. Sie hat so viel durchgemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob wir für so ein Mädchen bereit sind. Hier steht, sie ist sensibel. Was bedeutet das? Ich frage mich, warum sie nie ein Zuhause gefunden hat. Sicher, dass sie ein nettes Mädchen ist. Aber sie passt nicht zu uns. Sie ist schon echt alt, oder? Das ist doch das Mädchen, das sich so oft geprügelt hat, nicht wahr? Ich würde gern helfen. Wirklich, aber... Aber sie ist irgendwie... Seltsam. Kaputt. Falsch. Glaube ich. Tut mir leid. Warum? Du musst es sehen. Was sehen? Dass niemand mich gewählt hat? Niemand hat dich gewählt. Niemand hat dich gewählt. Niemand wollte dich. Mama ist gestorben. Papa ist weg. Ich bin abgehauen. Du konntest uns nicht halten. Es war mein Job, uns alle... Du warst 11 Jahre alt. Du warst 11 Jahre alt. Du warst ein Kind, Alex. Lass gut sein. Leute gehen. Das Leben wird hart. Manchmal ist alles nur noch scheiße. Mach es besser. Sei wütend auf Papa. Vermiss Mama. Fuck, sei wütend auf mich. Aber gib nicht auf. Niemand hat dir zu sagen, wie viel du wert bist. Und niemand hat das Recht, dir dein Leben wegzunehmen. Kämpfe. Bin ich sicher, ob ich... Du hast eine Gabe. Etwas, das du nicht einmal verstehst. Du kannst die Welt verändern. Sie besser machen. Jetzt steh auf. Was? Steh auf und kämpfe.
Ich muss einen Weg hier rausfinden. Minen wachsen in andere hinein, genau wie Jet gesagt hat. Ich entscheide mich bewusst, nichts reinzulesen. Ich könnte gerade echt lachen, wenn es nicht so wehtun würde. Wie lange ist dieses Zeug schon hier unten? Okay, das hilft. Diese Aura ist meine einzige Spur. Okay, Jungs, wir sind nah dran. Höllentaucher auf ewig, was, Jet? Wir graben so tief, bis wir am Bett des Teufels stehen. Verdammt richtig. Das ist es. Das ist, was Typhon begraben wollte. Der Boden hier ist ganz schön feucht. Jet, das müssen wir melden. Die Grabung ist im Arsch. Nichts ist im Arsch. Aber wir haben keine Pumpen, keine... Meine Teams haben noch nie eine Grabung abgebrochen. Wir beenden den Job. Sachte weiter, sachte. Was, verdammt? Los, Beeilung! Räumt den Tunnel! Der Funk da! Fuck! Jet! Jet! Oh mein Gott! Wir müssen weiter! Los! Da hinten sind noch ein paar Männer. Sie werden ertrinken. Ja, und das werden wir auch, wenn wir uns nicht verpissen. Trifft die Entscheidung, Jet! Gottverdammt! Gottverdammt! Alle, raus, sofort!
Feuerwerk. Dort muss Typhon gesprengt haben. Jen, du musst aufhören, Mann. Jen! Fick dich, Jen! Komm zurück! Es ist vorbei, Jen. Er kommt nicht zurück. Es tut mir leid. Es tut mir ja so leid. Und während meiner Zeit hier habe ich erfahren dürfen, was Haven zu diesem besonderen Ort macht. Es ist ein Blumenladen, der von mehreren Generationen geführt wird. Ein Barbesitzer, der wirklich jeden seiner Gäste mit Namen begrüßt. Es ist eine Frühlingsfesttradition, die seit 100 Jahren besteht. Geschichte, Loyalität, Stolz. Dies sind die Werte, die Haven definieren. Und es sind dieselben Werte, auf denen Typhon aufgebaut wurde. Und genau deshalb ist unsere Partnerschaft so erfolgreich. Es ist mein Privileg, Typhons Engagement für Haven zu erneuern. Wir glauben fest an diese Gemeinschaft und freuen uns ungemein auf ihre Zukunft. Danke, Diane. Ich denke, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, dass wir es nun endlich offiziell machen wollen. Also Zeit für die Abstimmung und dann Mittagessen. Alex, oh mein Gott! Mir geht's gut. Was redest du da? Du musst sofort zum Arzt. Was ist mit dir passiert? Ich habe etwas rausgefunden, das du hören musst. Tut mir leid. Was? Alex, du bist verletzt. Raus.
Brauchst du Hilfe? Wir können dir einen Krankenwagen... Tywin hat euch alle angelogen. Genau wie Jed Lucan. Alex, was ist los? Fick dich. Was ist passiert, verdammt? Ich war gestern Nacht unten in der Mine. Ich habe gesehen, was Tywin seit 11 Jahren versteckt. Jed Lucan ist kein Held. Die ganze Geschichte ist eine Lüge. Jed hat den Unfall verursacht. Und dann ließ er 7 seiner Männer im Stich. Er ließ sie ertrinken, um sich selbst zu retten. Da unten waren Fotos von meinem Bruder und mir im Dreck. Denn einer der Minenarbeiter war mein Vater. Tywin wollte es geheim halten, um diese Abstimmung nicht zu gefährden. Jeder in der Firma ist völlig verängstigt. Alles, was sie tun, ist sich selbst schützen. Also wollten sie die Beweise begraben. Um keinen Preis sollte die Sprengung verhindert werden. Nicht einmal, wenn 4 Menschenleben auf dem Spiel standen. Darum musste Gabe sterben. Jed wusste es die ganze Zeit. Er vertuschte die Wahrheit über die Vergangenheit, über Gabe. Und als ich es herausfand... Naja, seht mich an. Er wollte mich auch töten. Warum sagt niemand von euch etwas? Wir wollen dir die Peinlichkeit ersparen, Alex. Ja, genau. Diese Anschuldigungen sind... Sie sind irrsinnig. Und der Versuch, in die Mine zu gelangen, war, naja... offensichtlich sehr gefährlich und außerdem absolut illegal. Aber wir alle haben Verständnis für deine Situation. Du hast so viel durchgemacht. Dein Bruder war der Einzige, den du noch hattest. Ich kann mir vorstellen, wie sehr du dir eine Erklärung für seinen Verlust wünschst. Etwas, das dir Trost spendet und, naja, dein Leben weniger unfair wirken lässt. Warum sagst du nicht einfach die Wahrheit? Du hast deinen Abgang von Tywin doch eh geplant. Was? Du hast nicht gedacht, dass es so weit kommen würde. Du willst das doch gar nicht. Das ist dein Weg da raus. Dad, hast du irgendeine Ahnung, wovon Alex redet? Nein, hab ich nicht. Ich habe versucht, für Alex da zu sein, seit Gabe gestorben ist. Ich dachte, dass ich eine Vaterfigur für sie sein könnte. Ich kann nur annehmen, dass Menschen, die leiden, es manchmal an denen auslassen, die helfen wollen. Du hast versucht, mich umzubringen. Wie kannst du da stehen und solche Sachen sagen? Alex? Du bist ein Monster. Bitte. Ach, ich weiß, es ist schwer, das zu akzeptieren. Ihr alle vertraut ihm. Das habe ich auch. Aber ich sage die Wahrheit. Ich glaube dir. Selbstverständlich. Ich möchte gerne etwas sagen. Ich kenne Jed schon sehr, sehr lange. Und, Miss Chen, Alex, ich merke, dass ich dich vielleicht nicht so gut kenne, wie ich dachte.
Wir müssen natürlich Rücksicht nehmen in Anbetracht deiner Verletzungen und der daraus resultierenden Verwirrung. Trotzdem macht es mich traurig, deine furchtbaren und unglaublichen Anschuldigungen gegen meinen Freund zu hören. Ducky, das reicht. Lass dir von ihm bitte nichts einreden. Niemand hier hält dich für einen schlechten Menschen. Manchmal spielt uns unser Verstand einen Streich. Dich trifft überhaupt keine Schuld. Man braucht Mut, jemanden um Hilfe zu bitten. Alles allein schaffen zu wollen. Nein, das solltest du dir nicht aufbürden. Wir alle sorgen uns um dich. Lass uns dir helfen. Charlotte? Nein, lass mich. Ich will nichts mehr davon hören. Was ist mit Gabe? Was hast du denn vor? Typhon fertig zu machen? Das bringt ihn nicht zurück. Alles geht den Bach runter, wenn du damit zu tun hast. Mit dir stimmt was nicht, Alex. Und jetzt stimmt mit mir was nicht. Ich kann dir nicht helfen. Tut mir leid. Ist gut, Alex. Ich mach das. Oh, verdammte Scheiße. Ich habe einen USB-Stick voller Aufnahmen. Ja, darüber haben wir gestern gesprochen. Ihre Vorgesetzten haben den Fall abgeschlossen. Niemand hat hier Zeit für Verschwörungen. Ja. Du versuchst, dich wieder rauszufinden, ne? Ich kenne deine Spielchen. Ich weiß, was... Fordere mich nicht heraus, Jason. Weißt du was? Ich habe keine Angst mehr vor dir. Nicht vor dir, nicht vor Typhon. Okay, das reicht. Deputy Pike, haben Sie ein persönliches Problem mit mir? Darauf kannst du einen lassen. Jason! Nun, angesichts dessen, dass Ihr Urteilsvermögen in dieser Angelegenheit emotional beeinträchtigt ist, sollten Sie sich vielleicht... Oh, lass den Scheiß! Wenn du glaubst, dass du mir den Mund verbieten kannst... Jason, ich denke, du beruhigst dich besser. Ich würde gerne erneut etwas sagen. Es beunruhigt mich, dass ein abstimmendes Mitglied dieses... Du glaubst mir, oder? Das ist absoluter Bullshit. Was glaubst du? Ryan? Das ist lächerlich. Wir alle handeln vorschnell. Wieso tust du das? Ich bin nicht mehr dein Scheißschoß. Ich bin nicht verantwortlich für den... Mein Dad ist kein Mörder. Hast du Angst, dass Typhon davonkommt? Suchst du deshalb einen Sündenbock? Ich dachte, wir stehen das gemeinsam durch. Für Gabe. Und mich. Ich dachte, dass du mich magst. Ryan! Nein. Ich werde das nicht mehr zulassen. Ryan, was soll das? Ja, er ist dein Vater, aber sieh sie dir an. Warum sollte sie sich das ausdenken? Das geht zu weit. Alex ist fast gestorben. Das ist nicht wahr. Fick dich, Ryan! Nach all dem, was war? Echt jetzt, fick dich! Hör auf. Ich weiß, warum du mich umbringen wolltest. Es ist nicht, was du versuchst, dir einzureden. Dass es für Haven das Beste sei. Es ging dir nie um Haven, nicht wahr? Es ging nur um dich.
Ich weiß, es ist leichter, nicht über die Männer nachzudenken, die du begraben hast. Du willst wegsehen und so tun, als wären die Menschen, denen du wehgetan hast, nicht real. Aber das ist vorbei. Mein Vater hat für dich gearbeitet. Sein Name war John. John.